Herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Gehäuselager. Gehäuselager sind fertig montierte Baueinheiten, bestehen aus einem beidseitig abgedichteten Rillenkugellager und einem umliegenden Gehäuse. Das Rillenkugellager besteht aus einem langlebigen Wälzlagerstahl oder Edelstahl. Die Gehäuse gibt es in verschiedenen Materialien und Ausführungen. Durch die einfache Bauweise und den einbaufertigen Lieferzustand bietet die Lagereinheit eine große Montagefreundlichkeit. Mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten lässt sich die Welle einfach am Lager fixieren. Das Gehäuse wird mit Hilfe der Bohrung an der Lagerstelle befestigt. Fluchtungsfehler der Welle können durch die Form der Lagerung um ein paar Gradzahlen korrigiert werden, sodass der Einbau möglich ist, auch wenn die Welle nicht hundertprozentig auf die Lagerbohrung ausgerichtet ist. Die geläufigsten Ausführungen der Gehäuselager sind das Stehgehäuselager, das Flanschgehäuselager und das Spannkopfgehäuselager. Das Stehgehäuselager zeichnet sich durch seine große statische Traglast aus und der einfachen Befestigung auf ebenen Flächen. Das Flanschgehäuselager wird überall dort eingesetzt, wo sich der Einsatz eines Stehgehäuselagers als schwierig erweist, wie zum Beispiel an Öffnung von Getriebegehäusen. Das Spannkopfgehäuselager kann so eingebaut werden, dass dieses verschiebbar ist. Somit kann eine flexible Anordnung erreicht werden. Diese Art wird dort angewandt, wo eine lineare Verschiebung der Welle erforderlich ist. Dies war eine kurze Einführung zum Thema Gehäuselager. In weiteren Videos erfahren Sie mehr über die verschiedenen Materialausführungen und den Einbau der Gehäuselager.